Hallo Leute und herzlich willkommen beim verfliegenden Spaghetti-Monster. Hier, warte. Geh mal tot, bitte. Tot! Okay, nein, oh, ich sterbe jetzt nicht. Nein, ich meine doch die Wolke. Also, was ich noch erzählen wollte. Das fliegende, der Typ, hatte auf seinem Ausweisbild ein Nudelsieb auf dem Kopf. Und laut Gesetz ist es nicht verboten, religiöse Kappen oder sonst was auf Ausweisbildern zu tragen. Und deswegen hat er das da getragen. Ich komme hier nicht raus, dieser scheiß Busch. Und dann hat er das da getragen, aber das hat den anderen Leuten nicht so gefallen und deswegen hat er den Ärger bekommen und seine Kirche wurde nicht anerkannt. Aber die gibt es wirklich, diese Kirche, und jeder kann da Mitglied werden. Und es ist sogar erlaubt, sich auf seinem Ausweisbild ein Ludersieb auf den Kopf zu setzen. Als Und was schreibt diese Religion vor? Dass sagen. Die Welt von einem fliegenden Spaghetti-Monster erschaffen wurde. Du verarschst mich jetzt gerade. Ich suche die Internetseite raus. Church of the Flying Spaghetti-Monster, da ist es doch. So. So, hier ist es genau. Wenganza.org. Das ist Church of the Flying Spaghetti-Monster. Propaganda. Nein. Scheiße. Bist der Religion jetzt beigetreten? Ja, ich mit bin... Mit einem Mausklick. Man kann dieser Religion beitreten. Man muss da gar nichts einfach weiter für machen. Man muss sie einfach nur anerkennen. Und ich bin dieser Religion beigetreten, weil ich finde das cool. Das ist einfach meine Religion. Das ist einfach meine Religion, die mich versteht. Da kann der Katholismus nicht mithalten. Kannst du mal schlafen gehen? Warum? Ich bin auch oben. Oben kann man doch nicht schlafen. Ach so. Ich hab gehört, du wärst oben. Also da kann der Katholismus und der Evangelholismus auch nicht mithalten. Ja, sprichst du perfekt aus, muss ich sagen. Ich weiß. Das habe ich auch 10 Jahre lang geübt. An der Volkshochschule. Ach so, das erklärt alles. Ja. Hast du studiert? Genau. Ah, okay, okay. Das habe ich ja studiert und kann auch meinen Namen tanzen, das war auch mit dem in dem Kurs enthalten. Ach so. Es war sehr cool, da waren auch so Leute wie ich so, weißt du? Und wir haben echt? Uns alle super verstanden auch. Okay, okay. Das ist schön. So. Wenn ich das Ganze mit Facecam machen würde und mir so ein bisschen die Haare zerwuscheln würde, dann würde man denken, ich bin so ein verrückter Professor oder sowas. Du bist ein verrückter Professor. Bestimmt. In Take It schon. Nein. Doch. Können wir schlafen oder einfach Timeset 0 machen. Aber nein, das wäre ja uncool. Nein, genau. Wir müssen, ich muss was tun. Ich muss was Produktives machen und ein Kackvogel. Ich muss mir eine Waffe machen. Hör mal kurz auf und was essen. Aua. I need something to eat! Yeah. Okay. Hab was gegessen. Ich mach mir jetzt eine Weapon. Aha. Ist ja richtig krasser Style. Oh, yeah. Ja. Aha. Jetzt mach ich mir einfach mal 4 Schwäter. Schwäter. Kann einfach nicht schaden. Weil du können wir hier hattest. Eigentlich können wir eigentlich was verzaubern? Wenn wir hier. Nein, können wir nicht. Und ich krieg andauernd Schaden. Lalalala, tot. Oh, tot. Echt? Ja. Hallo. Du bist ja nicht. Ist eigentlich PvP an? Nö. Schlag mich doch nicht, ich hab grad 2 Herzen. 3. Kann ich gar nicht. Kann ich die schlagen? Nö, kann ich nicht. Hallo. Achso. Kann ich nicht schlagen. Hast du ein Zanit-Schwert, du bist ja ganz cooler. Ja, ich weiß, ich bin der Gangster auf. Gangster of the Hill. Genau. Aber nur weil wir gerade auf dem Hill sind. Hill sind, ja, das sag ich doch. Das ergibt ja auch Sinn. Es ist Sinn. Na, kommst du runter! Oh, das geht. Schief. Aua. Oh, doch nicht. Aua. Das klingt eigentlich ganz geil. I don't likes you. Likes you. Aua. Ist mir Lachs. Mit Sahne. Mhm. Oh, dieses Verschwommene geht Gott. Mir so auf den Piss. Mir geht dieser Vogel auf den Piss und wenn ich hier runterfalle, bin ich fast tot. Okay. I'm done with this shit. Ist da was? Kann man da was abbauen? Ist das für mich? Oh, ist das ein Geschenk? Nein. Nee, ernsthaft, ist das ein Geschenk oder ist das kein Geschenk?
Wir will dir mal schinken. Oh, Continuum Orb. Oh no. Oh no. There are clouds. Und was hast du gekriegt? Ich habe einen Continuum Orb gerade. Ich muss erstmal die Wolke töten, aber an die Wolke komme ich nicht dran. Das ist scheiße. Deswegen muss ich die Wolke gerade mal locken. Komm her! Komm her! Ich mag dich doch. Eigentlich. Theoretisch. Nein, er mag dich nicht, er hasst dich. Hey, Wölkchen! Kennst du diese Werbung noch? Hey, Apple. Nein, hey, Wölkchen. Nein, einfach nur Wölkchen. Da gab's doch mal diese Werbung hier mit dem Verkehrspolizisten. Mit der Verkehrspolizistin. Ja. Die da Wölkchen gegessen hat. Und weil die Wölkchen gegessen hat, war die auch viel besser drauf. Obwohl nein, Knöllchen. Knöllchen? Nein, ja, Wölkchen. Ein Wölkchen. Ein Wölkchen statt ein Knöllchen. Ja. Oh, jetzt hätte ich was sagen können. Oh nein. Was kriegen wir denn hier raus? Oh, ein TNT-Karre. Wie geil. Das braucht man auch so sehr. TNT-Lore. Ja, die zünde ich an und dann schiebe ich die dir zu und dann kannst du mal gucken. Nein, nicht, also nicht. Jedenfalls hat diese Werbung gut davon abgelenkt, weil sie wollte einfach nur ein Wölkchen und die Wölkchen haben sie davon abgebracht, Menstruationsprobleme zu kriegen. Was? Ja. Guckst du zu viel Fernsehen? Das war die Geschichte hinter dem ganzen Ding. Das war eine Werbung für einen Schokopudding, verdammt. Das war noch nicht mal ein Schokopudding. Natürlich. Das war einfach, nein, das war doch so ein Ding. Ich werde es dir nachher zeigen. Du zeigst mir nachher eine Schokopudding-Werbung. Ja. Da bestehe ich aber drauf. Ja. Aber bitte. Ja. Wenn es geht, auch Tillmanns Toasty. Oh, die Werbung ist schön. Die magst du, ne? Ja. Ja, kann ich mir vorstellen. So würde ich auch gerne durch die Decke fliegen, wenn ich so ein Schnitzel esse. Oh, du hast Schnitzel gesagt! Yeah. Oh mein Gott! Darauf wollte ich hinaus. Alter, das steht kann ich auch so ein Todesschnitzel. Ich liebe diese Werbung einfach. Du bist auch werbegeschädigt. Ein werbegeschädigtes Kind bist du. Okay, das war pädophil. Ja, das war nicht pädophil. Aber hat auch was mit Kindern zu tun. Also hast du eigentlich nicht alles falsch gemacht. Okay. Dann bin ich ja schon mal froh da drüben. Oh, hast du meine blaue Treppe schon gesehen? Ich habe deinen Penis noch nie gesehen. Deine Treppe auch noch nie, nein. Dann will ich auch hoffen, dass du ihn noch nie gesehen hast. Das wäre irgendwie... Es verstörend. Kommt drauf an, was du tust vor deinem Rechner. Ah, du beobachtest mich also? Hab ich nie gesagt. Was tue ich denn jetzt gerade? Du spielst mit mir Äther. Stell dir das vor. Und nebenbei? Du sitzt nackt da. Mhm. Präziser. Oh nein, so ein Kackvogel. Kackvogel. Das kann ich sehen alles. Natürlich. Das ist was siehst du noch? Was mache ich denn jetzt gerade? Du trinkst etwas. Nein, ehrlich. Das habe ich gesehen. Ja, und überhaupt nicht gehört. Das habe ich alles gesehen. Ich bin nebenberuflich auch Hellseherin. Des Spaghetti-Monsters, ne? Genau. Hellseherin, was? Ja, Hellseher vertritt sich nicht mehr so gut. Achso, okay. Ich setze mir dann so eine Perücke auf und helf so aua. Hilfungslosen. Aua. Ich helfe dann so hilflosen Hausfrauen, weißt du? Hilflosen Hausfrauen. Yes. Mhm. Klingt interessant. Ja, wenn du wüsstest, was Hausfrauen für Probleme haben. Aber du kannst dir das ja alles nicht vorstellen, weil du bist ja... Weil eigentlich bist du eine Hausfrau, theoretisch. Mhm. Aber du kannst dir das alles nicht vorstellen, was die für Probleme haben teilweise. Das ist Wahnsinn. Ist das Quicksoil? Da gehe ich doch übelst ab, wenn ich da drauf laufe. Okay, wir bewegen uns ein weiteres Stück. Ein billiges Stück vorwärts. Was? Hast du was gesagt? Ich habe keine Ahnung, nein. Ich habe gerade Schluck. Das ist nicht gut. Okay. Ich kann jetzt...
dieses Zanit hier abbauen und ich habe 8 Zanit, 9 Zanit, 10 Zanit. Wo kommt die scheiß Wolke her, Alter? Ja doch. Du hast es mit deinen Wölkchen. Oder? Nein. Lesen. Du kannst sowas? Niesen. Nein, lesen kann ich nicht. Ja, das ich ist kann ja auch nicht alles. Was erwartest du von mir? Ja, das ist schon schwierig, ne? Man muss ja. In der heutigen Welt muss man sowieso zu viel können. Ich jetzt hier runterfalle, ich schwöre dir, ich raste so aus. Ich sehe schon kaum. Ich raste so aus. Ich porte mich auch gleich zu, das ist mir scheißegal. Ich bin aber gerade tot. Du bist nicht tot. Ich bin tot. Bist du unten auf der Unterwelt? Ja. Ja, wie jetzt? Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Ja, ich muss erstmal nach Hause finden. Wie stellst du das vor? Ich hab keine Ahnung. Flight Mode enabled. Nein. Nein, ich bin hier. Wir müssen... Ganz locker, easy. Easy. Ah, da unten, ich seh dich. Hallo. Was? Wo? Ich hab doch gesagt, ich seh dich immer und überall. Ah, oh mein Gott. Vogel, hau ab. Vogel, geh weg. Hallo. Brauchst du eine TNT-Karre? Nein, Vogel. Warte. Ich brauch kein TNT. Jesse. Das, was ich brauche, ist... Mauam. Saints Flow. Saints Flow? Kennst du das nicht? Nein. Hast du Saints Row gespielt? Saints Row 4? Könnten wir zusammen spielen, wenn du willst. Echt? Willst du es dir kaufen? Ich würde es dir sogar kaufen, weil es einfach ein geiles Spiel ist. Ach, du hast es? Ich hab's. Ich hab dir doch gesagt, dass ich es mir gekauft habe. Ich brauch's mir nur noch kaufen, dann können wir es zusammen zocken. Okay, Leute, neues Projekt geplant. Ist easy. So läuft das bei uns. Aber, ich muss schon sagen, ich hab's durch. 86%. Jetzt schon? Ja, jetzt schon. What the fuck? Du weißt nicht, wie viel ich gesuchtet habe am Wochenende. Ja, das kann ich mir vorstellen. Deswegen hast du auch keine Zeit gehabt, abzunehmen. Also letztes Wochenende, ne? Tja. Da hatte ich auch schon Internet. Nee, da warst du auf einem Videoday. Ja, aber nur Samstag? Nee, auch Sonntag. Ja, red dich jetzt nicht raus. Ja. Oh, und du hast eine Treppe gebaut, eine blaue Treppe. Nee. Geh zu deiner scheiß verkackten blauen Treppe und sammel den Scheiß auf. Wo denn, unten oder oben? Geh! Unten oder oben? Unten oder oben? Da! Wo denn? Oh, jetzt hab ich auch schon. Hast du es da unten? Hast du's? Ja. Hast du's? Nein. Fließt da Wasser von nach unten? Ja. Ich hoffe nicht ganz runter. Oh doch, hast da fließt es. Oh doch, da fließt es. Hast du Zanit? Nö. Okay, da unten. Ist es. Hast du Zanit? Achso, hier oben ist Zanit. Oh Gott sei Dank. Oh, danke für die 11 Zanit. Das sind meine Zanit. Nee. Die habe ich mir hart erfarmt. Zum 15.000. Mal. Du hast meine verschleudert. Ich hab zum 15.000. Mal Zanit gesammelt. Jetzt fick dich und gib mir das. Ich muss erstmal die Wolken hier beseitigen. Was für eine Wolken? Nein, lass die doch. Ja, genau. Die machen so Spaß. Die blauen, oder? Einfach Spaß. Ja, genau. Die machen am meisten Spaß. Ja, die brauchen wir doch noch, um nach oben zu kommen. Ich meine die schwebenden Wolken. Hier unten musst du da noch eine weiße Wolke hinmachen. Und jetzt... Alter, ich bin schon was... Bist du tot? Ich gehe jetzt rein. Ich gehe jetzt nach Hause, lege mich in mein nicht vorhandenes Bett und trinke einen warmen Kakao. Haben wir Kakao da? Nein, wir haben keinen Kakao. Scheiße. Wir haben 14 Minuten, dann machen wir halt eine Pause und holen uns Kakao. Nein, ich will keinen Kakao. Kriegst du trotzdem einen, egal was du willst oder nicht. Ich will aber keinen Kakao. Wenn ich ihn dir einfüllen muss. Klingt komisch, wo auch ist immer. Aber so. So, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ja, tschüss. Auf Wiedersehen.